Ja, 18 Uhr. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar, FX-Flat Spezial Indikatoren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, ich freue mich, dass wieder zahlreiche Teilnehmer da sind heute Abend. Und wir wollen auch keine Zeit verlieren, jetzt am Anfang direkt loslegen. Haben viel zu besprechen heute. Grundsätzlich schon mal vorab, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie natürlich den Chat benutzen. Der befindet sich rechts bei Ihnen, und dann einfach reinschreiben. Ich sehe die Fragen und werde sie dann natürlich dann entsprechend beantworten. Wäre natürlich schön, wenn es dann gerade zum Thema passt, weil dann springen wir nicht hin und her. Aber unabhängig davon, stellen Sie ruhig Ihre Fragen da rein. Genau, Thema heute Indikatoren. Aber zunächst, wie viele von euch schon kennen, erstmal den Risikohinweis. So, bitte einmal durchlesen, akzeptieren. Auch wichtig für später die Aufzeichnung, wenn es hochgeladen wird und online ist. Da auch bitte dann entsprechend gründlich durchlesen und dann werden wir jetzt direkt weitermachen. So, ganz kurze Gliederung. Was haben wir heute Abend vor? Wir werden über ja, technische Indikatoren sprechen. Na, wir müssen ja hier eine kleine Unterscheidung machen später zwischen Indikatoren beziehungsweise Trendindikatoren und Oszillatoren. Dann nach der Definition, wie eben gesagt, werden wir da den Unterschied ein bisschen besprechen. Und dann wollen wir uns anschauen, wie wir das Ganze anwenden können und werden am Ende ein Fazit ziehen. Ich weiß, viele von euch wollen natürlich dann auch einen Chart sehen, werden wir natürlich auch machen. Und ich möchte heute ein bisschen das Webinar anders machen und zwar nicht einfach nur erzählen, was ist ein Indikator oder ein Oszillator, sondern möchte Ihnen ein Gefühl geben, wie Sie letztendlich tatsächlich auch die Indikatoren benutzen sollten. Ja, Sie müssen gar nichts. Sie machen das so, wie Sie sich wohlfühlen damit und wie Sie das denken, dass das auch richtig ist. Aber ich möchte einfach ein paar Gedanken Ihnen mitgeben, so dass Sie vielleicht das Ganze dann entsprechend anders sehen und eventuell auch anders anwenden. Trotzdem werden wir am Anfang natürlich erstmal die Sachen kurz besprechen, erläutern, die Definition uns angucken und natürlich dann später am Ende den Chart dazu. Okay. Also, ich denke, Indikatoren muss ich jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Die Teilnehmer, die heute da sind, also Sie, werden da sicherlich schon mal davon gehört haben. Nichtsdestotrotz hier nochmal eine kleine Definition. Ja, also technische Indikatoren sind Instrumente der Chartanalyse auf mathematischer Basis, die eine bestimmte Entwicklung der Preise anzeigen. Ich denke, soweit sollte das klar sein und es soll Ihnen halt hier auf mechanischem Wege Kauf- und Verkaufssignale generieren. Wobei natürlich im Vordergrund erstmal zeigen, in welcher Markt oder welche Marktkonditionen wir entsprechend haben. Und dafür sind Indikatoren und Oszillatoren eigentlich ganz gut, um eben hier entweder einen Trendmarkt oder einen Seitwärtsmarkt entsprechend darzustellen. Ja, also es soll uns hauptsächlich eine visuelle Hilfe geben. Wir kommen zu den Indikatoren. Ist ein bisschen verwirrend, wenn ich hier eine Unterscheidung mache zwischen Indikatoren und Oszillatoren. Und am Anfang sprach ich über technische Indikatoren. Also man nimmt sozusagen als Oberbegriff technische Indikatoren und unterscheidet da nochmal zwischen Indikatoren und Oszillatoren, wobei hier unter den Indikatoren eben die
Trendindikatoren sind oder Trendfolgeindikatoren entsprechend beheimatet sind und Oszillatoren eben eine andere Gruppe darstellt. Ja, zu den Trendindikatoren, wie der Name schon sagt, soll uns, also uns Trader dazu helfen, eben einen Trend zu erkennen, ne, um überhaupt darzustellen, ob ein Trend vorhanden ist. Der Indikator, der Trendindikator zeigt uns natürlich auch die Stärke eines Trends an, indem wir zum Beispiel die Neigung oder die Steigung des Moving Averages zum Beispiel sehen, also der gleitende Durchschnitt, kann man da schon erkennen, ob das jetzt ein starker Trend ist oder nicht. Und entsprechend uns auch Ein- und Ausstiegspunkte eben zu zeigen, die wir entsprechend handeln könnten. So, dann habe ich hier noch ein paar Vorteile und Nachteile, beziehungsweise ein Vorteil und ein paar Nachteile aufgeschrieben. Das soll natürlich jetzt nicht zeigen, dass hier die Nachteile überwiegen, sondern tatsächlich, weil einfach nur ein paar genannt, denn ein Vorteil des Indikators hier, des Trendindikators, ist natürlich hier den laufenden Trend anzuzeigen. Und ja, das ist natürlich ein starkes Argument, auch eine sehr starke Eigenschaft. Und die Nachteile, die wir hier natürlich dann haben, sind unter anderem, dass Trendindikatoren Trendnachfolger sind und dem Trend eben hinterherlaufen. So, ich habe hier ganz kurz, einen Moment bitte, ich mache mal ganz kurz auf Pause. So, entschuldigen Sie, musste eben was klären. Also, genau, Trendfolger, da laufen wir den Trend hinterher. Kann ein Nachteil, ich habe das jetzt unter Nachteil jetzt hier aufgelistet. Je nachdem, nach Nutzung muss es nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber ganz klar, ein Nachteil ist natürlich Seitwärtstrend. Da können wir den Trendindikator wenig gebrauchen, weil er da sehr viele Fehlsignale generieren wird. Ja, das werden wir uns natürlich später an uns angucken. Und hier unter dem Begriff Lagging-Indikator, also verzögerter Indikator, anderes Wort wäre zum Beispiel, was auch genutzt wird, ein Spätindikator. Und ja, sagt eigentlich nur nochmal aus, dass hier dann ein Signal kommt, wenn der Trend schon längst gestartet hat. Wie gesagt, ist jetzt unter Nachteile aufgelistet, aber je nachdem, wie man das Ganze nutzt, muss es nicht unbedingt ein Nachteil sein. So, dann danach einmal einen Chart dazu. Hier einfach nur ein Beispiel für einen Trendindikator. Ganz klassisch der gleitende Durchschnitt. Hier ist das jetzt der 200er SMA, also Simple Moving Average. Nein, Entschuldigung, das ist der EMA, exponentiell geglätteter Durchschnitt und oder exponentiell gleitender Durchschnitt. Hier im 5-Minuten-Chart einfach nur eine kurze Verdeutlichung, wie das letztendlich schon im Chart aussieht. Wir werden das, dieses Beispiel nachher auch aufgreifen und da ein bisschen das Ganze ein bisschen analysieren später, ja? So, das war's auch schon zu den Trendindikatoren. Da gibt es nicht viel zu sagen. Vielleicht noch als Beispiel, ich habe eben den gleitenden Durchschnitt genannt, aber noch zusätzlich vielleicht den MACD, ne? Auch vielen bekannt.
können wir uns später dann auch angucken. Aber jetzt nun zu den Oszillatoren. Wir haben hier, ja, vielleicht kennen den einige oder anderen den Begriff oszillieren. Habe ich noch dazu geschrieben aus der Physik. Hin und her schwingen um eine Null- oder Basislinie. So, jetzt kennen Sie vielleicht den RSI, der schwenkt oder oszilliert um eben diese Basislinie, in dem Fall 50er Level, ne? Und das ist damit gemeint. Also wir werden das auch später im Chart sehen, immer eine Bewegung von unten nach oben beziehungsweise zwischen einer Range. Und das ist beim RSI zum Beispiel zwischen 0 und 100 und eben um diesen Mittelwert 50 bewegt sich dieser Indikator. Es gibt verschiedene Wege der Konstruktion, trotzdem alle ähnlich. Bedeutet, Sie haben den Stochastik, RSI, Momentum, ja, um einfach ein paar zu nennen. Und letztendlich, obwohl die eine andere Formel haben, anders aufgebaut sind, sagen die das Gleiche aus. Oder nein, schon mit der kleinen Unterschied hier und da, aber das Endergebnis ist doch letztendlich gleich. Und deswegen sollte man sich dann auch die Frage stellen, nutzt es mir, wenn ich im Chart den Stochastik, RSI und von mir aus Momentum hinzufüge, kriege ich dadurch mehr Informationen oder verwirre ich mich nur selbst? Ja, das sollten Sie sich dann fragen, brauche ich wirklich drei Stück, um letztendlich die gleiche Information mir darstellen zu lassen, oder reicht eben dann auch der Stochastik oder RSI und so weiter? Das dürfen Sie halt nicht vergessen, dass da wirklich am Ende dasselbe Ergebnis herauskommt. Und ich habe es hier auch nochmal verdeutlicht, was ich auch anfangs gesagt habe. Letztendlich stellen die den Kurschart nur anders dar. Weil was soll der Indikator oder in dem Fall der Oszillator uns für neue Informationen generieren, wenn er doch den Chart dafür benutzt, um konstruiert zu werden, ja, oder sich selber darzustellen. Das heißt, es kann da letztendlich nichts Neues dabei rauskommen, außer was wir im Chart schon längst sehen können. Okay? Das ist einfach eine visuelle Hilfe für uns, was natürlich zum Vorteil sein können, denn ich sag mal, viele oder am Anfang können ja nicht, kann man nicht direkt den Chart deuten. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein Erfahrungswert und da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, um den Chart letztendlich auch lesen zu können. Und da ist natürlich so ein Indikator natürlich hilfreich, um eben diese Informationen für uns leichter darstellen zu lassen oder dass er dann eben diese Informationen gebündelt anders darstellt und wir das besser interpretieren können. Aber denken Sie immer daran, der Chart erzeugt keine neue Information, Entschuldigung, der Indikator, der Oszillator erzeugt keine neue Information. Das, was er zeigt, sehen wir bereits im Chart. Ja? So, noch eine Eigenschaft von Oszillatoren, Extremzonen. Ne, Sie haben das sicherlich schon mal gehört, beispielsweise beim RSI zum Beispiel, klassisch, über 70. Sind wir in der Extremzone, dann sind wir im überkauften Bereich und unter 30 im überverkauften Bereich. Haben Sie sicherlich schon mal gehört. Und das ist damit gemeint. Dann können wir einfach sehen, ob der Markt einfach schon ausgereizt ist oder nicht. Aber auch da müssen wir beachten, in welcher Marktsituation wir uns befinden. Denn Sie haben sicherlich schon mal gesehen, denn RSI oder Stochastik, egal jetzt, bewegt sich die ganze Zeit
über 70 oder unter 30 und der Chart bewegt sich nach oben und nach unten unaufhaltsam. Und diese Extremzonen haben letztendlich gar nichts ja, in dem Moment zu bedeuten. Also wichtig, Marktkonditionen dabei beachten, dann letztendlich haben diese Zonen auch eine Aussagekraft. Gut, dann hier Vorteile, Nachteile. Ja, Nachteile denke ich ganz klar, was ich auch gerade gesagt habe, im Auf- und Abwärtstrend unbrauchbar. Ne? Wie in dem Beispiel gerade gesagt, wenn wir uns im Aufwärtstrend bewegen, dann wird sich der RSI fast die ganze Zeit über 70 sich bewegen und ja, dieser überkaufte Bereich hat da wenig Aussagekraft für einen Trendumkehr. Bewegen wir uns allerdings im Seitwärtsmarkt, dann sind das gute Hinweise für Trendwechsel, ne? Und dann kommen wir zu den Vorteilen. Und der Oszillator zeigt uns eben überkaufte und überverkaufte Marktsituationen an. So, das können wir gleich auch im Chart sehen. Da können wir dann ganz gut auch in eine Range handeln. Ja, wenn der Markt dann eben in einem bestimmten Bereich sich bewegt, kann man halt wirklich diese Signale nutzen, um entsprechend in den Markt zu gehen. Ein weiterer Vorteil hier, die Divergenzbildung. Wer das Webinar von mir gesehen hatte, wo ich den RSI besprochen habe, da bin ich auch sehr detailliert auf die Divergenzen eingegangen. Können Sie sich gerne nach diesem Webinar selbstverständlich sich das nochmal angucken. Ich zeige Ihnen auch später, wo Sie die Aufzeichnung sehen oder finden. Und ja. Ein weiterer Vorteil, ein Oszillator ist ein Leading Indicator, ja, oder Indikator, ein führender Indikator, Vorhersage von Trendänderungen. Aber Vorsicht, Vorhersage ist jetzt hier nicht die Kristallkugel gemeint, ist einfach die erste Tendenz, dass der Trend hier entsprechend umkehren könnte. Einfach der erste Warnhinweis sozusagen. Also es ist nicht, selbstverständlich nicht garantiert, wenn der RSI in den überverkauften Bereich kommt, dass dann der Trend sozusagen direkt auf Long wechselt. Einfach nur ein erstes Zeichen, Achtung, hier könnte sich was tun. Und auch die Divergenz selbstverständlich ist nämlich ein Anzeichen oder von einer Abschwächung der Bewegung. Wenn wir neuere Hochs machen im Chart, aber der Indikator nicht diese Hochs mitgeht, sind auch erste Anzeichen dafür, dass der Markt hier an Momentum verliert. Ja? Gut, so sieht zum Beispiel ein Oszillator aus. Hier auch der RSI. Sie sehen, ich werde das versuchen hier mal. Sie sehen hier eine 70er-Zone, beziehungsweise den überkauften Bereich. Dann hier den überverkauften Bereich, ja, unter 30 und über 70. Wir sehen hier einen Ausschlag in den Bereich rein. Das wäre ja ungefähr hier. Ja. Und was passiert? Der Kurs geht trotzdem weiter hoch. Das ist damit gemeint, dass Sie aufpassen, dann sollten nicht da entsprechend direkt in dem Fall short zu gehen, sondern erstmal beobachten, was passiert hier. Das ist das erste Anzeichen dafür, dass hier das Momentum langsam sich abschwächt. Okay? Gut. So. Haben Sie zu Indikator bzw. Trendindikator zum Oszillator, haben Sie da eine Frage? Ich denke mal, also wirklich das meiste sollte Ihnen bekannt gewesen sein. Ansonsten, wie gesagt, gerne im Chat
reinschreiben. Jetzt kommen wir zur Anwendung. Also, der Indikator, und ich sage jetzt mal generell grundsätzlich, der Indikator für Trendindikatoren und eben Oszillator. Der Indikator werden im Kurschart dargestellt, wie wir es vorhin gesehen haben, beim gleitenden Durchschnitt. Ja, wir hatten das im Chart drin. Und wie wir gerade gesehen haben, beim Oszillator wird meistens separat im eigenen Fenster dargestellt. Hier im MetaTrader unterhalb des Kurs Charts und da haben wir auch diese Abgrenzung gesehen, beziehungsweise diese Range zwischen 0 und 100 in dem Fall mit der Mittellinie 50. So ist dann die Darstellung entsprechend in der Plattform. So, jetzt, was ich anfangs angekündigt habe, einfach eine ganz, ja, ich will nicht sagen eine neue Betrachtungsweise, aber einfach ein kleiner Denkanstoß, wie wir das Ganze entsprechend anwenden sollten. Der Händler sollte grundsätzlich zunächst den aktuellen Trend bestimmen. So, jetzt stellt sich natürlich für viele Anfänger die Frage, ja, ist ja schön und gut, aber wie kann ich den Trend ohne Indikatoren bestimmen? Dazu werden wir uns gleich im Chart den Chart angucken und einfach ein paar grundsätzliche Dinge uns angucken, wo Sie allein damit schon einen Trend bestimmen können. Jetzt denken natürlich viele an Markttechnik und 1, 2, 3 und B2 und so weiter und so fort. Ja, selbstverständlich ist auch damit gemeint, aber eine Trendbestimmung startet schon damit, dass Sie sagen, der Trend ist long oder short. Und dabei spielt aber die Laufzeit, die Sie sich angucken oder die Periode, die Sie sich angucken, da erstmal, ja, ist nicht entscheidend. Wenn Sie sich den 5-Minuten-Chart angucken, ja, und die gucken sich den letzten Tag an, dann können Sie sagen, ob dieser Tag eher short oder long waren. Und entsprechend natürlich auch für alle anderen Zeitebenen. Und dann später tatsächlich, ne, gucken wir uns an, wie ist die übergeordnete Zeitebene und so weiter. Das kann man alles natürlich machen. Aber grundsätzlich erstmal zu verstehen, ich schaue mir den Chart an und sehe, ist die Kursbewegung eher long oder eher short? Ja, aber das schauen wir uns dann gleich an. So, denn jetzt kommt nur zum wichtigen Punkt. Habe ich erstmal erkannt, in welche Marktkonditionen überhaupt vorherrschen, dann ist die Auswahl des Indikators dann viel einfacher. Dann können Sie nämlich direkt entscheiden, aha, okay, wir haben jetzt gerade einen Trend, dann werde ich natürlich Trendindikatoren benutzen. Wenn ich aber merke, boah, der Chart bewegt sich kaum viel weiter nach oben und nach unten und immer seitwärts seit Stunden, dann kommt eher der Oszillator in Frage. Das ist wichtig, denn das hilft Ihnen auch später dabei, den Indikator oder den Oszillator auch entsprechend richtig zu interpretieren. Okay? Ja, und dann hier auch nochmal geschrieben, Indikatoren und Oszillatoren sollen stets in Kombination mit dem Chart verwendet werden. Bedeutet, Sie fügen jetzt den RSI hinzu und haben jetzt irgendwo gelesen im Internet oder mal gehört, wenn der Kurs die 30er-Linie von unten nach oben durchkreuzt, dann ist der Chart, der Markt wieder long und man geht rein und kauft. Kann man machen, aber Sie wissen es selbst. Ich denke, viele haben die Erfahrung gemacht, dass das letztendlich so gut wie nie wirklich klappt. Ja? Die Reihenfolge ist da entsprechend falsch. Schauen Sie sich den Chart an, dann entscheiden Sie,
was sie mit dem Indikator letztendlich machen, beziehungsweise was die Signale dann letztendlich auch bedeuten. Achten Sie da auf die Reihenfolge. Ja, weil der Chart ist das Wichtigste, meine Damen und Herren. Es ist wirklich so einfach, wie ich das gerade sage. Der Chart enthält alle Informationen, die wir brauchen. Das zu interpretieren, das ist eventuell nicht mehr so ganz einfach, ja. Aber auch das ist lernbar. Aber wie gesagt, immer darauf achten, denn Sie müssen das immer anders denken. Wie entsteht überhaupt Bewegung? Natürlich durch Angebot und Nachfrage. Ne? Orderbuch ist bestimmt ein Begriff für Sie. Und wenn sich die Marktteilnehmer sich das Orderbuch angucken, da gibt es keinen Chart. Da gibt es keine Indikatoren, Oszillatoren. Da geht es wirklich nur um Angebot und Nachfrage. So, wie wird der Chart letztendlich aufgebaut? Durch Preise, ja? Eröffnungskurs, Schlusskurs, Tiefskurs und Höchstkurs. Und dann bewegt sich der Chart. Und daraus gewinnen wir dann letztendlich unsere Informationen. Und der Indikator oder der Oszillator bildet das nur anders dar oder stellt das nur anders dar. Aber das ist kein Zaubertrick, es kommt keine neue Information dazu, es ist einfach nur eine andere Darstellung. Mehr ist das nicht. Vergessen Sie das nie, ja? Ganz wichtig. Okay. Haben Sie dazu eine Frage? Ich denke, die meisten wollen jetzt doch langsam den Chart sehen. Verstehe ich. Wollte auch immer zur Praxis. Aber die Theorie ist wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie da den Gedanken entsprechend haben. Und ich hoffe, Sie können dann letztendlich was damit anfangen. Gut, dann habe ich noch eine letzte. Nee, ich habe noch zwei Folien. Die gehen wir noch schnell durch. Noch hier. Ja. Ein weiteres zur Anwendung. Hier die verschiedenen Verwendungsarten. Hervorheben von Extremsituationen, ne, bedeutet also wirklich im Seitwärtsmarkt, wo haben wir da einen überkaufte Bereich oder überverkaufte Bereich. Dann hier Unterstützung, Widerstände in Seitwärtsphasen, was damit zusammenhängt. Wo konnte der Chart in dem Moment nicht weitergehen oder die Bewegung dann letztendlich nicht weitergehen, lässt sich dann auch mit den Oszillatoren in dem Fall natürlich wunderbar darstellen. Divergenzen, darüber haben wir gesprochen. Und auch selbstverständlich die Kreuzungen als Handelssignal, als weitere Verwendungsart, durchaus natürlich brauchbar, ne? Und kann man natürlich selbstverständlich auch in dem Trading einbauen. Aber wie gesagt, immer mit dem Wissen, was ist vorher im Markt passiert, wie ist die Marktkondition. So, dann habe ich hier zum Beispiel ein Beispiel genannt. Wenn der Trend long ist, sollte man überkaufte Situationen zum Ausstieg nutzen. Shorts weitestgehend vermeiden. Warten, bis überverkaufte Situation wieder vorherrscht und dann kann man wieder über eine Long-Position nachdenken. Und das gucken wir uns jetzt dann entsprechend an. So, dazu schalte ich einmal auf die Plattform. Können Sie die Plattform sehen, den MetaTrader? Einmal kurz ein Feedback. Okay, vielen Dank. So, da sehen wir den Euro-US-Dollar im 5-Minuten-Chart. Und da habe ich bereits schon den gleitenden Durchschnitt hinzugefügt. Wie eben auch erwähnt, den 200er exponentieller gleitenden Durchschnitt. Und was können wir, beziehungsweise anders. Sie sehen jetzt diesen Chart. So. Und angenommen,
Sie fangen natürlich an zur Londoner Zeit, also zur Marktöffnung, beziehungsweise auch vielleicht schon zu Frankfurt. Na, Sie wissen ja, eine Stunde hier müssen Sie da zurechnen bei MetaTrader oder MetaTrader. So, 9 Uhr Chartzeit, also 8 Uhr unserer Zeit, Frankfurt Eröffnung und dann letztendlich hier um 10 Uhr, 9 Uhr Londoner Börse macht auf. Okay, wir denken uns das weg. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Jetzt haben Sie das hier gesehen. So, einfach nur ganz logisch betrachtet. Wirklich ohne, spielt dabei keine Rolle, ob Sie danach einen Trade eingehen oder nicht. Aber Sie sehen diesen Chart hier, ja, oder dieses Stück. Was würden Sie dazu sagen? Ist das eher Short oder Long? Also, ich denke, die Antwort sollte eigentlich klar sein, denn wir sehen einfach, dass der Kurs hier runterkommt. Ja, klar geht er hier mal hoch, aber insgesamt betrachtet, wir betrachten natürlich nur diesen Zeitraum. Ne? Das bedeutet nicht, dass der Euro, US-Dollar jetzt grundsätzlich auch in den höheren Zeiteinheiten short ist. Aber das, was wir uns letztendlich angucken, zeigt doch schon, dass der Chart eher short ist. Ja, dass er hier runterkommt. Mir hat mal ein Trader gesagt, schau dir einfach an, wie der Chart verläuft von links nach rechts. So. Und wenn ich mir das da angucke, ne, wir haben dann hier angefangen. Ich habe relativ links oben angefangen und bin jetzt rechts unten. Und das ist dann letztendlich auch eher die Tendenz short. Okay? Und der kleine Durchschnitt, der uns natürlich helfen soll, uns das Ganze darzustellen, der sinkt. Ja, Sie sehen das hier, eine kleine Seitwärtsphase. Ja, werden wir gleich auch mal drauf eingehen. Aber letztendlich schauen Sie mal, was dann gestern Abend beziehungsweise während der Asien-Session passiert ist. Der Chart, der gleitende Durchschnitt, sinkt weiterhin. So, jetzt sind wir hier angekommen und suchen natürlich dann unsere, ja, wir haben die Tendenz gesehen und dann werde ich eher nach Short-Möglichkeit suchen als Long-Möglichkeiten. Denn die Wahrscheinlichkeit ist doch hier viel höher, dass der Chart eher weiter fällt oder die Kursbewegung, als dass er hier komplett umdreht und nach oben steigt. Kann er das machen? Ja, selbstverständlich. Aber wir betrachten uns doch die Wahrscheinlichkeiten an und danach werden wir natürlich auch handeln. Ja? So. Jetzt haben wir hier mit Hilfe des gleitenden Durchschnittes haben wir den Trend bestimmt. Okay, haben wir gesehen, aha, Tendenz eher short. Jetzt fangen wir an, uns Möglichkeiten zu erarbeiten bzw. Einstiege zu suchen. Und ganz klassisch ist dazu, dass man sich den Vortageshoch oder Tagestief sich anguckt. Und wir haben dann hier gesehen, dass für den hier heute Nacht letztendlich den Vortagestief brechen konnte. Ja? Und Sie sehen im Verhältnis zu den anderen Kerzen auch eine relativ starke Kerze. Ja, da war auch Momentum dahinter. Und um das eben dann auch nochmal zu zeigen, holen wir uns auch nochmal den einen Oszillator dazu. Und dabei spielt es keine Rolle, ob RSI oder Stochastik. Wir können auch gerne beide dazu nehmen. Wir können die Standardeinstellungen lassen oder auch ändern. Dazu möchte ich auch gerne was sagen. Also es gibt ja die verschiedensten Einstellungen im Internet und auch überall sonst. Hier diese spezielle Einstellung und da, wenn du da diese Einstellung nimmst, dann kriegst du super Signale und so weiter. Sie müssen sich dabei eine Frage stellen.
Nochmal zur Wiederholung. Die Bewegung entsteht durch Angebot und Nachfrage. Jetzt angenommen, wir spielen das einfach mal durch. Die ganzen Trader benutzen tatsächlich einen Chart dazu. Ja? Und benutzen auch den Stochastik, meinetwegen. So. Jetzt habe ich mir aber eine Einstellung ausgedacht von, weiß was ich, da 50, 3 und 9 und keine Ahnung was. Jetzt muss ich mir die Fragen stellen, wie viele Trader werden die gleiche Einstellung benutzen? Erschaffe ich mir dadurch tatsächlich einen Vorteil oder nicht? Ja, wenn Sie aber die Standardeinstellung nehmen, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass das auch andere benutzen? Nur als kleiner Denkanstoß an Sie. Ja, also machen Sie sich mal Gedanken, welche Einstellung wird dann letztendlich von den Marktteilnehmern tatsächlich auch benutzt? Kennen die meine Spezialeinstellungen hier, 500 Varianten ausprobiert und diese dann letztendlich für mich gefunden? Kann sein, kann aber nicht sein. Die Standardeinstellung kennt jeder, hat jede Plattform und so weiter. Also schauen Sie mal, ob da letztendlich wirklich, ob Sie stundenlang da sich damit beschäftigen müssen, da eine bestimmte Einstellung herauszufinden, wo ein ganz bestimmtes Signal dabei rauskommt und so weiter und so weiter. Ja, machen Sie sich mal dazu Gedanken. So, jetzt nehme ich mal hier 14 und 3,3. Und von mir aus auch nochmal den RSI dazu. Auch in der Standardeinstellung. So. Gut. Und jetzt haben wir die Oszillatoren hinzugefügt und wir haben die Tendenz erkannt. Ja, Markt ist eher short. Kurzfristig, also hier im 5-Minuten-Chart. Was können wir damit anfangen? Vortagestief gebrochen, Momentum war da. Ja, und ich zum Beispiel, wenn ich hier solche Breakouts sehe, dann möchte ich schon durchaus sehen, dass hier der Oszillator sich in einer Extremsituation sich befindet. Ja, also hier in dem Fall in dem überverkauften Bereich. Warum? Ein Grund wäre zum Beispiel, wenn er hier jetzt, ich sag mal, um den 50er Bereich, also wir schaffen es tatsächlich hier das Vortagestief zu durchbrechen, der RSI aber hier nicht wirklich mitgeht, ja, und sich eventuell hier weiterhin bewegt. So, was haben wir dann? Eine Divergenz. Und die Divergenz, nochmal zur Wiederholung, zeigt uns ja eine Abschwächung der Bewegung des Momentums. So, jetzt stelle ich mir dann die Frage, ist dieser Bruch hier tatsächlich dann nachhaltig oder nicht? Weil ich hier dann letztendlich eine Divergenz vorfinden würde, ja? Und in dem Fall aber zeigt mir der Oszillator auch eine starke Bewegung an. Also erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bruch tatsächlich auch letztendlich nachhaltig ist. Okay? So, jetzt haben wir hier den gleitenden Durchschnitt, der fällt weiterhin. Wir haben hier den Bruch gehabt. Und nun, wie auch hier bei der Anwendung in der Folie auch als Beispiel genannt, warte ich dann zum Beispiel, bis der Oszillator sich in dem Bereich, also in dem Fall in der überkauften Situation oder überkauften Bereich hier, sich wieder bewegt, ja, um da weiter Short-Einstiege zu suchen. So. Und ich kombiniere das Ganze. Ich werde nicht einfach nur hier dieses Signal handeln, sondern wir sehen ja, dass nach dem Bruch hier kein erneuter Test stattgefunden hat.
Es ist auch nicht zwingend notwendig, ne? Der Kurs muss nicht nochmal dahin kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Kurs hier nochmal einen Test machen wird und dann wieder die Trendrichtung wieder aufnehmen wird. Ja? So, das mache ich hier weg, das irritiert dann doch. Okay, also wir sind drin und warten dann ab. Ja, wir haben hier ungefähr das Tagestief. So, jetzt schauen Sie mal. Der Kurs kommt weiterhin hier runter und dann haben wir hier den ersten Versuch und wir sehen auch hier gleichzeitig der Oszillator ist im überkauften Bereich. Auch der RSI ist hier auch leicht im überkauften Bereich. Da könnte man eventuell auch nach der Kerzenformation hier könnte man bereits die erste Position eingehen. Ja, also das ist grundsätzlich nochmal klarzustellen. Das sind meine Ideen. Sie müssen nicht so handeln und ich empfehle Ihnen das auch nicht. Aber eventuell können Sie sich darüber Gedanken machen. So, jetzt werden einige natürlich sagen, na, wie halt ja viele es dann so machen würden. Den Stopp hier direkt hier drüber. Kann gut gehen. In dem Fall wäre es sogar gut gegangen. Wer auf 5 Punkte aus ist oder 5 Pips, hat die hier natürlich gemacht. Okay? Nur, ich möchte ja die Bewegung hier, diese große Bewegung, möchte ich natürlich weiterhin mitmachen. Und da wähle ich nicht den Stopp direkt hier an der Ausbruchsstelle, sondern könnte den hier wählen. Ja, zum Beispiel würde ich den Stop hier wählen. Okay? So, dann habe ich vielleicht die erste Bewegung gemacht. Aber ich mag es gerne, dass das Level dann auch tatsächlich nochmal getestet wird. Und das hat er hier gemacht. Und wir sehen weiterhin hier auch wieder in überkauften Bereich. Und zusätzlich, meine Damen und Herren, schauen Sie mal. Divergenz. Neues Hoch gemacht, aber der Oszillator macht die Bewegung nicht mit. Und selbst der RSI. So. Also, wir haben jetzt einfach nur mal sozusagen 1 plus 1 rechnen, ja? Wir haben die Tendenz Short. Wir haben das Vortagestief gebrochen mit einer schönen Kerze. Dann wird dieses Level nochmal getestet. Wir sind im überkauften Bereich. Plus Divergenz liegt vor. Jetzt zählen Sie einfach die Wahrscheinlichkeit zusammen. Und in dem Fall, dass der Kurs dann nochmal abprallt, beziehungsweise dann nochmal short geht, ist er dann relativ hoch, ne? Ist nicht garantiert, aber relativ hoch, so dass ich hier den Einstieg suchen kann mit dem Stop hier in dem Fall. Was wären das? Weiß ich nicht, 16 Pips oder so, 17, 18 Pips, ja? Die bin ich dann bereit zu riskieren. Und dann, um letztendlich was zu sehen, mindestens nochmal Test des Tagestiefs, was ungefähr 31 Pips wären. Spielt aber jetzt keine Rolle, ob 30 oder nicht. Und also darum geht es jetzt nicht, sondern einfach um zu sehen, wo liegen meine Wahrscheinlichkeiten. Abgeprallt, der kommt hier schön runter. Und für diejenigen, die gerne ein Chancen-Risikoverhältnis von 1 zu 1 haben, haben hier fast schon, ja, knapp. Der Kurs kommt nochmal hoch. Nochmal die Möglichkeit, da long zu gehen, short zu gehen. Plus, wir haben jetzt auch noch hier den gleitenden Durchschnitt als Widerstandsbereich. Ja, kommt zusätzlich zu unserer Wahrscheinlichkeit dazu. Was macht der Kurs? So, er prallt nochmal ab. Und hier haben Sie dann bereits CRV von 1 zu 1 schon erreicht.
Also, für diejenigen, die das gerne so handeln, können da rausgehen oder die anderen Trader machen Teilpositionen oder schließen Teilpositionen und setzen Stop auf Break-Even. Und für diejenigen, die gerne nach Markttechnik dann Stop legen, könnten entsprechend dann ihren Stop verschieben oder mit anderen Indikatoren, Supertrend und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. So, was passiert danach? Und Sie sehen, das ist ja, das Webinar war ja schon lange geplant und Sie hatten sich ja schon vorher angemeldet und das ist der heutige Tag gewesen, ja? Also ich habe mir jetzt hier keinen schönen Chart ausgesucht. Was passiert danach? Der Chart prallt nochmal ab. Dreimal, ja? Und das ist auch nochmal ein Zeichen für uns, dass hier wirklich ein Widerstandsbereich ist. Ja, mal abgesehen vom Doppeltop, in dem Bereich hier sogar ein Triple Top. Und dann kommt der Chart jetzt runter, ja. Und da haben wir, Sie sehen, wir haben hier nochmal, wie viel, 17 Pips oder was riskiert und da hätten Sie sogar schon CRV von 2 erreichen können und noch mehr. So, jetzt schauen Sie mal, wie viel Sie letztendlich im Drawdown waren. 5 Pips. Also, weiß ich nicht. Das ist wirklich nicht viel. Also, Sie haben ja gesehen, ich bin mit Ihnen das durchgegangen. Und das war keine Zauberei. Ich habe mir angeguckt, wie sah der Tag überhaupt aus gestern? Und natürlich auch die Nachtbewegung. Ja, ganz einfach den Chart von links nach rechts betrachten. Okay? So. Es gibt andere, zum Beispiel andere erfolgreiche Trader, die schauen sich den Tageschart an und gucken, ist der Chart oder ist hier der Kurs unter der EMA 21 oder nicht und bestimmen so den Chart. Also man muss das nicht kompliziert machen. So, jetzt habe ich mir dann das Vortagestief angeguckt. Was ist da passiert? Haben geschafft, das Tief zu durchbrechen, haben in der Nacht keinen Retest gemacht, also dieses Level ist sozusagen frisch, ja. Und der Chart kam hier weiter runter, hat hier dann versucht, das Ganze schon mal zu testen. Im ersten Versuch gescheitert. Allerdings, schauen Sie mal, auch hier gab es schon die erste Reaktion, dass hier durchaus weitere Verkäufer warten, ja? Dann kommt zusätzlich der gleitende Durchschnitt dazu und die Wahrscheinlichkeit dann, dass hier der Kurs abprallt, war wirklich dann sehr, sehr hoch. Wir haben die Bestätigung gehabt mit den Oszillatoren. Ja, also schon vorher mit dem Trendindikator die Bestätigung. Die Oszillatoren haben uns hier zwei Signale gegeben. Und zwar einmal die Extremzonen, ja, die Extremsituation, die Divergenz. Und für diejenigen, die auch Kreuzungen handeln, hatten hier sogar dann entsprechend nochmal den Einstieg bei dieser Kerze hier gehabt, wenn ich das richtig sehe, ja, und dann von mir aus den Stop da oben hingesetzt. Und selbst wenn Sie den Stop hier gesetzt haben, vielleicht noch ein bisschen Puffer, wäre es aufgegangen. Okay, also was war das hier? 14 Pips, 15 Pips ungefähr. Und da haben sogar, wenn Sie die Kreuzung dann entsprechend gehandelt haben, natürlich vorher das berücksichtigt, hatten Sie ein CRV von 2 zu 1 gehabt. Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist keine Zauberei. Aber versuchen Sie nicht einfach Indikatoren hinzuzufügen, auf irgendwelche Signale zu weisen, also Kreuzungen in dem Fall, und diesen dann planlos zu handeln. Okay? Zählen Sie die Wahrscheinlichkeiten einfach auf. Jetzt wirklich, beantworten Sie die Frage selbst.
Wenn der Kurs, wir sind ja hier gestartet, ne, ungefähr heute Morgen, Frankfurt, London. Und wie hoch war die, ohne jetzt irgendeine Zahl zu nehmen, aber wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs von hier oben, aber wirklich hier nach oben, also sich bewegt und da wirklich explosionsartig sich nach oben bewegt? Relativ gering. Kennen wir das? Passiert das? Ja, selbstverständlich, ne? Kann aus dem Nichts passieren, warum auch immer. Spielt auch keine Rolle, ob jetzt irgendjemand was gesagt hat oder nicht oder andere externe Einflüsse. Es kann immer passieren, dass der Kurs hier nach oben plötzlich nach oben sich bewegt. Aber ist sie wahrscheinlich dafür groß? Nein. So, selbst wenn sie das gemacht hätten, wir spielen das weiter. Sie sind hier, sie wurden hier eingestoppt. Ja. Stop liegt hier oben, der Kurs kommt hier runter, knapp vor CRV von 1 zu 1, sodass sie eventuell ihren Stop nicht nachziehen konnten auf Break-Even. Dann geht der Kurs wieder nach oben. Ja, dann haben sie eine Position verloren. Aber betrachten Sie das langfristig und Sie gehen immer mit der höheren Wahrscheinlichkeit, dann werden Sie auch profitabel sein. Ne? Ich muss Ihnen das nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, Sie werden niemals jeden Trade gewinnen können. Wer das behauptet, wunderbar, ist ein Zauberer. Ich bin's nicht, ja, und die guten Trader sind's auch alle nicht. Und Verluste gehören dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit war doch hier doch einfach viel größer, dass der Kurs ja abprallt. Die Gründe habe ich alle genannt, als dass er hier explosionsartig sich nach oben bewegt. So, jetzt habe ich eine Frage im Chat. Bezieht sich der EMA 200 immer auf Tage oder passt er sich dem Zeitfenster an? So ist es. Also hier der EMA 200 betrachtet die letzten, also jetzt in dem Fall hier, ne, die letzten 200 Kerzen. Mal gucken, ob ich das hier so darstellen kann. Wie viel haben wir denn? 84. Ne. Ach Quatsch, hier. So. Was haben wir hier? 200. Eine Stunde sind 12. Dann können Sie ja mal rechnen, wie viel dann 200 durch 12 sind. Dann haben Sie die Stunden und so weiter und so fort. Also bezieht sich natürlich immer auf die Zeiteinheit. Okay? Weil Sie könnten, es gibt Indikatoren oder eine Version vom gleitenden Durchschnitt, vom Moving Average, wo Sie auch andere Zeitzonen, andere Zeitebenen entsprechend auch im 5-Minuten-Chart darstellen können. Sogenannte Multi-Timeframe-Versionen. Finden Sie im Internet MQL4 zum Beispiel. Und dann können Sie auch den gleitenden Durchschnitt auch von anderen Zeitebenen darstellen. So, was wäre da jetzt verdient worden? Beispielsweise 10.000 Euro Einsatz. Ich handle nur Aktien und das mit Pips richtig, irgendwie nicht. Gut, da kann ich jetzt nie sagen. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Lot gehandelt hätten. So, und wir sagen jetzt hier einfach 16 Pips Risiko und würden sie auch bei 16 Pips auch wieder aussteigen, dann wäre das 160 Dollar. Ja, um einfach da eine einfache Rechnung zu machen. Also ein Pip pro ein Lot 10 Dollar. Okay? Und Pips ist einfach im Devisenbereich, ja. Der Wert, wie bei Indizes Punkte sind, ja. Also beim DAX sprechen wir von Punkten, bei Forex von Pips. So, und ein Pips oder ein Pip ist, oder der Pip-Wert ist die vierte Nachkommastelle hier beim DAX. Und das ist dann letztendlich die fünfte Nachkommastelle. Und deswegen ist ein Pip 10 Pipetten.
Ja. Aber wenn Sie ein Pip sagen, dann bezieht sich jetzt beim Euro US-Dollar auf die vierte Nachkommastelle. Warten Sie bei Ihrem Einstieg auf eine Bestätigung. Naja, kommt auf das Handelsziel an. Wie gesagt, wenn Sie jetzt hier den Ausbruch handeln möchten, ich handle relativ selten den direkten Ausbruch, weil Sie kennen das sicherlich. So, die Kerze hier bricht aus, schließt hier drunter, die nächste Kerze schließt wieder oberhalb und zack ist der Kurs wieder oben. Ja? Deswegen warte ich lieber ab auf nochmaligen Test. Und wenn der Kurs oder Momento wirklich in dem Moment sehr stark ist und der Kurs weiter fällt und hier keinen Test mehr macht, ja, dann habe ich eben einen Trade verpasst, was mich nicht umbringen wird. Ne? Lieber einen Trade verpassen als ein Stop-Loss mehr. Besteht ja kein Grund da zu forcieren und unbedingt da jeden Trade eingehen zu müssen. Der soll fachlich korrekt sein und die Wahrscheinlichkeiten auf unsere Seiten, auf unsere Seite und ja, wenn er dann aufgeht, dann muss ich mir auch keine Gedanken machen oder mir irgendwelche Vorwürfe machen oder traurig sein oder sonstiges, weil wir haben ja das alles besprochen. Wir haben die Argumente aufgezählt, was dafür sprach, hier short zu gehen. Und das überwiegt in dem Moment. Da gehe ich den Trade ein. So, irgendwann muss ich mich entscheiden. Und für mich war klar, in dem Moment short. Ja. Oder den Versuch, da short zu gehen. Ja, in dem Fall hat es geklappt. Kann beim nächsten Mal auch anders verlaufen. Gut. Mensch, haben wir jetzt schon 19 Uhr. So vergeht die Zeit. So, dann machen wir final noch eine Fragerunde. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Ideen mitgeben. Ja, bitte machen Sie es nicht einfach so, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, sondern machen Sie sich Gedanken. Können Sie dann mit ja, was anfangen, was ich Ihnen gesagt habe? Ist das für Sie logisch? Ja, muss ja für Sie nicht logisch sein, was ich hier erzählt habe. Kann ja sein, dass Sie sagen, nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Deswegen für Sie als Denkanstoß eine Idee, arbeiten Sie damit. Ich habe hier noch eine Frage. Oh, super, freue ich mich. Inwiefern könnte man hier noch die Bollinger-Bände zu Hilfe nehmen? Ja, selbstverständlich. Wir können das mal hier einzeichnen. Ich habe ja, oh, gut, dass Sie das sagen. Ich habe ja auch, wollten sich einige Indikatoren hier verstecken. So, ich habe ja auch gesagt, ich zeige Ihnen ja, wo Sie die Aufzeichnung finden. Übrigens, falls Ihnen das nicht aufgefallen ist, Sie können jetzt auch die Abweichung hier noch feiner machen, ja? Nur als Beispiel. Endlich haben die Programmierer von MetaQuotes auf die Trader gehört und entsprechend das jetzt verändert. Nur nebenbei. Weil, da sage ich Ihnen auch, warum ich das Ihnen nochmal sage. Und das war jetzt nicht abgesprochen mit dem Teilnehmer, der die Frage gestellt hat. Es wird auch eine Bollinger-Bänder-Strategie-Webinar geben von meinem Kollegen von dem Kollegen Herrn Weiß. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das der Christian oder Andreas Weiß sein wird. Zeige ich Ihnen auch, wann das sein wird. So, aber jetzt zu der Frage. So, jetzt schauen Sie mal. Ausgangspunkt, wir warten hier auf den Test. So, jetzt schauen Sie, hier Bollinger Bänder außerhalb der Bollinger Bänder, ja?
Wir haben hier ein, was haben wir eingestellt? Standardabweichung 2. Na? Wenn Sie mein Webinar gesehen haben, dann habe ich auch über die verschiedenen Abweichungen gesprochen. Erste Standardabweichung, zweite und so weiter. Da, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kurs sich innerhalb, in dem Fall jetzt bei den Bollinger-Bändern, sich innerhalb der Bollinger-Bänder sich bewegt und wie viel Prozent oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist außerhalb. Und wir haben dann hier, sehen wir hier, dass diese Kerze außerhalb ist, was dann wieder ein Argument ist, entsprechend hier doch einen Short zu probieren. Ja? Also auch die Bollinger-Bänder haben in dem Fall mitgemacht. So, da kennt sich ein Teilnehmer aus. Mittwoch, 9. Dezember, 18 Uhr. Bollinger-Bänder-Strategie bei CapTrader und FX Flat. Ich zeige Ihnen aber trotzdem nochmal auf der Seite, wo Sie auch selbstverständlich auch die Aufzeichnungen sehen. So, warten Sie. Jetzt muss ich einmal umschalten. So, die Webseite sollte jetzt zu sehen sein. Okay, Training, Termine. Was haben wir denn da? Daytrading-Strategien. Das ist ja morgen schon. Na, da können Sie auch sehen, wie Sie dann auch mit Indikatoren handeln können. Und jetzt haben Sie noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar, Sie machen sich dann Gedanken, ab wann Sie diese Strategien anwenden können. Da geht es auch um gleitende Durchschnitte, unter anderem sehr empfehlenswert. Ja. Dann haben wir hier Bollinger Bänder. 9.12., wie der Teilnehmer uns schon mitgeteilt hat. Sehr gut. Und hier auch noch Ishimoku am 16. Ja. So, das sind die Termine. Und ach so, natürlich auch, wer Fragen zum MT4 hat, gerne am 7.12. auch hier teilnehmen. Da werde ich doch auch ein paar Sachen zeigen, was es so Neues gibt in der MetaTrader-Welt. Sollten Sie vorbeischauen. Und die Videos finden Sie hier. Training-Videos, entweder unter alle Videos oder MetaTrader. Ich glaube, das müsste sogar unter MetaTrader sein. Lassen Sie mich mal sehen. Bam, nicht, dass ich, ne, scheint nicht so. Dann einmal zurück. Schauen wir mal unter alle Videos. Da aber auf jeden Fall. Ja, da sind jetzt sehr, sehr viele Videos dazugekommen nach dem Webinar. Ansonsten schauen Sie auch bei uns im YouTube-Kanal. Da haben wir zum Beispiel den RSI und Bollinger Bänder waren dann ein paar Tage vorher. Ja, naja. Schauen Sie hier sich mal durch. Alle anderen Webinare können Sie sich selbstverständlich auch anschauen. Alles sehr empfehlenswert. Gut, anscheinend keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch und Sie konnten was mitnehmen. Und wünsche einen schönen Abend und passen Sie auf Ihre Position auf. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.